komm mit, ich will auch zu Remu. Ja, heil mich mal. So. Sanae ist nicht bei Remu. Okay. So. Will doch raus. Was steht die jetzt hier irgendwo am Schrein? Schade. Ich geh mal weiter. Hier gab es nämlich auch eine Stelle, wo ich gerne mal hinwollen würde. Ich werde aber ein Safe State machen, bevor ich die Höhlen betrete, weil halt da stand in der Beschreibung, dass es manchmal sein kann, dass es hier abstürzt, wenn diese Zone noch nicht existiert. Und ja, da habe ich keine Lust drauf. Deswegen werde ich jetzt einfach mal... Moment. Und zwar genau, hier ein Safe State machen. Alles klar, dann gehen wir mal. Düdelidü. Ah. Okay, existiert noch nicht. Gut, dann können wir hier nicht rein. Schade. Ein ANT könnte man... Dings können wir nochmal gegen Moku kämpfen. Ja, aber dann 80er. Ja, doch, gehen wir mal zur Skeletal Dimension. Ich möchte was wissen. Wir haben jetzt das Spiel regulär durch. Ist Flontre jetzt vielleicht da? Ich werde hier vorspringen, weil man hier so lahmarschig nur laufen kann. Und das Haus ist ja nicht gerade klein. Ja. Nein. Achso, das können wir uns ja unendlich mal holen, was spawnen. Oder kommen die erst, wenn wir alle Tome gefunden haben? Jupp. Flontre kommt noch nicht. Halt, warte mal, wir haben eine neue Tome gefunden. Ja, okay. Ist ja gut. Wir haben halt keine gefunden. Dann gehen wir jetzt in die Icy Caves. Wenn ich den Namen noch richtig in Erinnerung habe. Halt. Ach, egal. Brauchst du erstmal. Misty Lake, na gut. Eisvollkill, doch, habe ich mir richtig gemerkt. Betty, 45, ne. Denke ich mal, darf ich durchskippen. Max Rika. Ja. Was haben wir denn hier so? Ein Hauch von nichts. Ich gehe erstmal komplett raus im Außenring. Entlang. Gehen wir mal mittig. Hier ist nichts. Absolut nichts. Okay. Oder gibt es hier noch mehr Eingänge? Nein, Chemo. Was ist dieses Buch überhaupt? Ich verstehe nichts. Also dieses Buch ist eine magische Tome-Schatzine. Hä? Was willst du? Bist du gekommen, mit mir zu spielen? Ich verstehe nichts von dem, was du gesagt hast. Aber du willst dieses Buch, das ich erst vor kurzem gefunden habe, hier. Oder? Dieses Buch ist sehr schwer zu lesen und ich verstehe nichts davon. Ich kann dir dieses blöde Buch geben, aber du musst mir... Aber du musst machen, was ich dir sage. Ist das okay? Von mir aus. Ja. Okay. Ich werde also sie möchte, dass ich mir einen Brief zu den Feen geben, die ihr Haus zerstört haben. Aber sie ist zu faul jetzt, um gegen sie zu kämpfen. Wir müssen. Also you must be. Wenn du sie besiegst,
für mich, werde ich dir dieses Buch geben. Wenn du das nicht machst, gebe ich dir das Buch nicht. Verdammt, ich muss so genial sein. Damit muss ich nicht mal extra Arbeit machen, um mich zu rächen. Sie leben im Wald der Magie. Ich würde sagen, bevor wir hier weitergehen, falls es hier überhaupt weitergeht, machen wir das auch und gehen dann mal in den Wald in Forest of Magic. Wie ich darf jetzt nicht mehr fliegen. Blöd. Ich will aber. Ich bin voller Kanne dafür, dass ich fliegen kann. So. Und ich will da hoch. Funktioniert das wirklich? Dass wenn ich hier stehe und fliegen einsetzt? Nö. Oh, doch. Ich muss nur mit dem Teil labern. Okay, dann gehen wir jetzt mal gucken nach den bösen Feen, die Chirnos Haus kaputt gemacht haben. Weil wir wollen ja die Magic Tome. Also die magische Schriftrolle. Ach, ich bin schön. Was ich schön finde, ist, dass die Trainer nicht resettet werden. Ach. Also, mal gucken, aber ich weiß nicht, wo wir hin müssen, bitte. Gut, dann wäre gefunden. Sind wir noch versprochen? Gibt's hier irgendwo was zum Zerschneiden oder so? Sieht nicht so aus. Hier haben wir noch was, oder? Oh. Puh. So lange am Stück wieder zu reden, ist wieder ziemlich ungewohnt. Nein. Wie kommen sie denn da hin? Ah. Oh. Okay, so kommen wir auch in den Wald rein. Oh, komm her. Was haben wir hier? 40er. Nee. Hat immer noch einen besseren Trainingsspot. Und so schwer durch die Gapzone zu kommen ist jetzt auch nicht. Hallo? Oh. Das sieht richtig aus. Hier waren wir zumindest noch nicht. Nee, da kommen wir runter. Oh, sind das die drei Feen, die ich denke, dass sie sind? Oh! Luna! Sunny! Ich wusste! Ein Mensch ist da! Was sollen wir machen? Wie wär's, wenn wir sie ärgern? Ich weiß nicht, was Prank heißt, ich gehe jetzt mal davon aus. Oh, das ist so eine gute Idee, Sunny! Aber, ist das wirklich richtig? Das klingt gut für mich. Aber wir sollten erst hier ein bisschen reden. Und sie fragen, warum sie überhaupt hier ist. Du hast recht, Star. Lass uns mit dir reden. Ich habe das genau gehört. Entschuldige mich. Entschuldigung. Dürfen wir dich was fragen? Oh ja, fragt. So, wir erklären dir, warum wir hier sind. So, diese Herausforderung Brief war von ihr. Und sie ist... Sie hat den Brief geschickt, weil wir ihr Haus kaputt gemacht haben. Wir dachten, der Brief wäre von Remo. Also haben wir jetzt ziemlich... Wir haben viel geübt für einen Kampf gegen Remo. Und Chirno hat dich hierher gesendet, also geschickt, um Rache zu üben für ihr zerstörtes Haus.
Mit anderen Worten, du bist Tyrannos Sklave im Moment. Naja. It can't be hard, this is Da kann ich nicht helfen, wenn das die Wahrheit ist des Briefs. Alles klar dann. Charge! Lol, schiebes Face. Oh, die kommen gleich mit der Biosay an. Gut, hier werde ich dann nicht mehr allzu viel vorspulen in den Kämpfen. Ich werde nur beim Laufen so ein bisschen was skippen, zumindest wenn wir das schon mal gesehen haben. Mist, da ist der Feuer. Da holen wir Jomo rein. Wenn euch dieses Lied gefällt von dem Film, gebt mal ein in YouTube Toho School Days. Also wenn ihr die drei Feen mögt, also Star Sapphire und Sunny Milk, vor allen Dingen, weil Luna Chapman kommt, glaube ich, gar nicht vor. Was ist das Lied schön? Ich mag das irgendwie. Ach, ich muss auch so langsam mal was essen. Ich muss auch bald los zur Schule. Ja, jetzt wo die schönen Feiertage vorbei sind. Naja, die nächsten Feiertage kommen ja auch. Wir haben ja gerade mal Anfang Mai. Mai ist ja voll mit Feiertagen. Oh yeah, Angriff hoch. Sunny Milk. Boah, das würde ich austauschen. Sunny hat auch keine Chance. Ja, ich ruhe mich gerade so ein bisschen aus vom Kommentieren. Im Video selbst. Nein, Spaß. Ich habe gerade mal überlegt, was wir als nächstes machen. Oder wo wir als nächstes suchen gehen. Ich denke mal, wir gucken dann mal, ob es bei Dings weitergeht. Bei Tierno, da geht es ja noch nach rechts weiter ein bisschen. Also da an dem Strand entlang. Möchte ich halt wissen. Was haben wir noch? Eine Luna Child, stimmt. Die war ja noch gar nicht da. Immer diese bösen Feen. Machen nur Ärger. Wow, du bist und sie ist stark. Wir haben sie unterschätzt. Wir haben verloren. Ah. Lass uns wegrennen. Okay, lass uns wegrennen. Und du, Mia, wir werden uns das merken. Ja. Jetzt habe ich Angst. Nein, bitte tut mir nichts, ihr bösen Feen. Oh, ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt. Schon schön. Ah, oh, ich kann mich schon wieder nicht porten. Was ist denn los? Glaube ich, halt nur kurz. So, kann ich mir jetzt porten? Nein. Vielleicht, weil ich nicht auf der regulären Map bin. Jetzt? Ja. Gut. Aber ich würde sagen, ich will mich nochmal heilen. So. Dann mal gucken, ob uns Tierno die Schriftrolle jetzt rausrückt. Ich könnte mir nämlich gut vorstellen, dass es nicht tut. Ist das vielleicht dann diese große Höhle da, Tiernos altes Haus? Dass die Feen kaputt gemacht haben? Tierno nervt mich. Mal gucken. Hast du sie alle besiegt? Jep.
Das war so und so und dann habe ich sie so und so platt gemacht. Sie sind weggerannt. Damit bin ich die Stärkste. Ah, wie ich versprochen habe. Hier, nimm das Buch. Und wir kriegen die Wasser-Schriftrolle. Hey, wenn du Zeit hast, komm nochmal hierher. Dann werden wir ein bisschen spielen.